Metallkugel der Levitation. Das heißt, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie wieder was probieren. Mal im Gucken hier. Alchemetisch. Weiß ich so nicht genau, was man gucken, da war dieses Loch in dem Boden. Ich schau mal eben hier. Da war diese Tür zu dem anderen Raum, ne? Und nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Wer sagt's denn? Ja. Lichtzauber. So, über Telekinese. Das ist die Kristallkugel der Telekinese. Das heißt, hier haben wir wieder diesen Schalter. Da ist ein Loch in der Wand. Na, das sieht mir hier so nach so einer... muss man mal gucken. Telekinese. Die Kraft der Gedanken bewegt Materie. Um Gegenstände aus großer Entfernung zu Magier hinzubewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Ja, probieren wir mal. Mal eben aus. Kristallkugel. Das heißt, jetzt bin ich hier aufgeladen. Jetzt gehen wir auch den Schalter. Ja, das hat ja funktioniert. Okay, und hier ist ja diese... Lassen wir mal sehen, dass wir hier... Da oben können wir jetzt nicht rein. Hier ist noch ein Buchständer. Interessant. Ah, hier sind auch noch welche, ne? Hier steht etwas über Magie. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Also was ist denn hier? Ein magisches Kraftfeld. Interessant. Da ist auch noch eine Truhe. Also das scheint ja hier wohl sehr wichtig zu sein. Ich weiß auch nicht genau, ob man da oben irgendwie lang kommt. Hier ist noch ein Buchständer. Interessant. Hier steht etwas über Magie. Gar nicht hier war dieses damit der. Das ist unmöglich. Das war das mit dem Loch, ne? Da oben in der Decke. Ich weiß nicht genau. Das gucke ich mir gleich mal an. Ich guck mal eben hier geradeaus. Und dann müssen wir mal eben da oben mal eben gucken, wie wir da hinkommen. So, und hier haben wir dann noch. Mal die Bücher mal eben anschauen. Interessant. Auch hier. Hier steht etwas über Magie. So, dann habe ich noch diese... Diese Ringe hier in der Wand. Mal gucken, ob wir die irgendwie ziehen können. Nee. Und den hier? Ah ja. Aha. Oh oh. Wann haben wir denn hier? Ach du Scheiße.
auch ganz schön fit noch, ne? Ja! Ja! Aber langsam. Von magischen Sprüchen. Ach so. Interessant. Oh. Und nochmal. Na also. Alles klar. Goldmünze. Mag. G-Kristall ermöglicht das Beschwören von magischen Geschossen. Telekinese, ja. Dietrich, ja, die brauchen wir auch, ne? 20 haben wir noch. War schon so ein paar abgebrochen hier. So, das heißt. Hier sind wir jetzt irgendwie nicht reingekommen und hier auch nicht, ne? Kann man das jetzt vielleicht ziehen? Nee. Da ist noch einer. Nee, der geht auch nicht. Also das heißt... Ich weiß gar nicht, wenn ich den jetzt nochmal ziehe. Nee, bringt nix. Na gut, vielleicht ist da auch nichts hinter. Jetzt müssen wir da oben mal eben schauen mit dem Telekinese und dann da ist noch da dieses Loch in der Wand. Ah, nee, das war hier. Das mit der Levitation, da war ich jetzt hier. Wenn ich mich jetzt da rüber levitieren könnte, ob das geht, ich weiß gar nicht. Guck mal, habe ich denn überhaupt Levitation? Ich lade mich mal eben auf. Ach so. Ah, das ist cool, ha? Huh? Ja, das hat geklappt. Nicht schlecht. Genau, hier ist dieses Loch in der Wand. Genau, und was haben wir hier? Die Kristallkugel der Verwandlung. Mal gucken, was haben wir hier? Der Nautilus. Verwandlung in einen Nautilus. Ein Tier, das durch die kleinsten Öffnungen passt. Aha. Die dank ihres runden Panzers schnell rollen kann. Sowas. Der Magier kann auch die Verwandlung vorzeitig beenden. So, so. Ah ja. Ich schau mal eben hier in die Truhe. So, da haben wir noch ein bisschen Gold und noch einen Heiltrank, Knochen und so weiter. Und dann probieren wir das mal aus hier mit dem Nautilus. Ah.
Also das heißt, wir sind jetzt hier dieser... dieser kleine Nautilus. Und solange die Leiste da unten läuft, können wir hier also so... Ich sehe hier Schlupflöcher kriechen. Das ist aber wirklich süß, ne? Ja. Ich laufe hier mal noch mal so ein bisschen lang. Ach, hier und mit. Steuerungstaste kann man dann noch so rollen hier, ne? Das ist ja auch großartig, ey. Ah ja. Na, das gefällt mir irgendwie mit dem Rollen hier. Das ist irgendwie klasse. Das war's dann schon. Ach so, hier, weil irgendwie hier, das ist irgendwas mit Antimagie, ne? Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Ja, ja, das ist hier, glaube ich, so eine Art Antimagie-Kristall, ne? Naja. Na gut, das haben wir ja hinbekommen. Jetzt müssen wir nochmal eben einmal hier durch die Arm, durch die Decke noch mal einmal hier, lass uns auch mal so mal durchfallen. Da ist noch ein Buchständer. Hier steht etwas über Magie. Oh, ganz schön weise jetzt auch schon geworden hier, ne? Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Hier ist noch eine Truhe. Mal von vorn. Ah, und nochmal. Nochmal von vorn. Abgebrochen. Ah, und nochmal. Nochmal von vorn. Wer sagt's denn? Jetzt. Na gut, 16 Gold, 2 Heiltränke. Nehmen wir mit. Können wir noch gut gebrauchen nachher, denke ich mal. So, und dann haben wir hier noch ein Schlösser öffnen. Mit dem Willen des Magiers lässt sich jedes Schloss öffnen. Aha. Nur mechanische Schlösser, egal wie kompliziert sie sind. Das probieren wir aus. So, und das heißt, da war doch da oben war doch auch noch eine Tür. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt auch noch damit öffnen können. Das probiere ich mal eben aus. Das war doch die hier, ne? Ja, das hat doch gut funktioniert. Das heißt, wir haben hier im Prinzip eigentlich alles soweit erforscht, bis auf den Raum hier. Genau, das ist alles klar. Hier weiß ich nicht genau, da was hinter ist.